So, heute soll mal wieder geschraubt werden und wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, sollen andere Spiegel dran kommen. Tja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, heute soll's ein paar andere Spiegel geben für meine Diva, und zwar Lenkerentenspiegel. Ich habe ja schon mittlerweile doch des Öfteren mal irgendwas angeboten kriegt von irgendwelchen Shops und so weiter, das mal auszuprobieren. Meistens war es eher Kleinkram oder irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nichts mit meinem Thema zu tun hatten. Jetzt war dann aber doch mal ein Shop dabei, Izzys Sohn hieß der, der hat mir hier von Kemimoto die Längerendenspiegel zum Ausprobieren gegeben, und da wollte ich doch mal mit euch zusammen das Ganze verbauen. Kommt hier recht schön verpackt das Ganze mit entsprechendem Zubehör. Die Imbusschlüssel gehören jetzt nicht dazu, die habe ich mir schon entsprechend heute mitgebracht. Und die wollen wir heute mal verbauen. Längerendenspiegel hat mich ja die ganze Zeit eigentlich schon interessiert. Ihr wisst ja, ich erwähne es ja immer wieder, mir ist es relativ wichtig, dass ich an mir vorbeigucken kann. Und das war hier halt mit den Originalspiegeln nicht so richtig der Fall. Das heißt, wenn ich die hier normal dran hatte, dann habe ich eigentlich immer nur gegen meine Arme geguckt. Und jetzt mit den Längerendenspiegeln erhoffe ich mir halt einfach, dass die so ein Stück weiter rauskommen, dass ich halt an mir vorbeigucken kann. Mal gucken, ob das klappt. Und wie ihr vielleicht jetzt da auch schon gesehen habt, kommt es mir also wenig drauf an, hier einen auf Obercool zu machen und die irgendwie unterhalb anzubringen, also dass sie nach unten zeigen und ich unten drunter gucke. Finde ich irgendwie ein bisschen, ja, nicht so praktisch, zumindest nicht für das, was ich halt haben will, weil dann müsste man ja immer wieder nach unten gucken. Und jeder weiß ja, dass man mit seinem Blick so weit wie möglich vorausgucken soll, weil die Sicht nach unten halt irgendwo nicht so wichtig ist wie das Vorausschauen. Dementsprechend, wie gesagt, will ich sie eigentlich nach oben machen. So, hier ist jetzt da ein bisschen Anleitung dabei. Das Ganze passt also offensichtlich sowohl für ja, was sind das dann? 13 bis 16 mm länger und 17 bis 19 mm, was den Innendurchmesser angeht, sozusagen. Ich habe jetzt da hier mal bei mir gemessen. Also das Erste, was wir eigentlich machen müssen, ist hier diese Stopfen rausmachen. Die haben zumindest, ich habe es jetzt schon mal jeweils verloren. Natürlich jetzt, wo sie rausgehen sollten, taten sie das nicht. Da musste ich erstmal ein bisschen vorher dran rumrütteln. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und jetzt habe ich hier sozusagen den Innendurchmesser vom Lenker mal gemessen. Das waren bei mir so zwischen 17 und 18 mm. Und wenn wir jetzt hier gucken, sozusagen, also eigentlich bei diesen 19 mm sollte man hier dann beide von diesen, ja, es ist so ähnlich wie ein Dübel, würde ich mal sagen. Das heißt, die kommen halt in Längereien mit dem Konus. Der wird dann hier von der Schraube entsprechend durchgezogen, drückt dann quasi diese kleine Metallhülse auseinander und klemmt damit das Ganze fest. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Problem hier. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite, weil da habe ich die Kamera ein bisschen näher drauf. Ich habe hier gemessen und eigentlich vom Innendurchmesser wäre es jetzt da so, dass ich sozusagen beide hier reinmachen könnte, damit sich das richtig auseinanderdrückt. Ich habe aber dann gemerkt, hier nach so 2 cm knapp wird der Lenker innen drin dünner. Da ist noch mal so ein Ring drin und das würde, oder beziehungsweise in den passt jetzt da eigentlich genau hier der kleinere noch mal rein. Das heißt, ich werde es jetzt auch nur mit dem kleineren probieren. Der müsste eigentlich dann ziemlich genau auf dieser Verjüngung dann drauf sitzen. Und deswegen probiere ich es jetzt auf jeden Fall nur mit dem Kleinen. Und das Zusammenstecken sollte jetzt da auch relativ einfach funktionieren. Das heißt, wir nehmen hier als erstes die Schraube von außen durchgesteckt. Dann kommt von innen nochmal hier
eine Unterlegscheibe davor. Der Ring, der eigentlich an den Lenker geschraubt wird, der hat hier nochmal zwei so Ösen, die auch hier übereinstimmen mit so Einschnitten in der Hülse drin, wo sie draufgesetzt wird, damit die sich sozusagen nicht verdreht, wenn man sie jetzt da anfängt aufzuziehen. Ich stecke dann hier schon mal diesen Konus da drauf, der das Ganze dann auseinanderdrücken soll. Steck das Ganze mal hier rein. Und von meiner groben Schätzung her soll das Teil natürlich hier so ein bisschen leicht nach vorne zeigen. Und schon müssen wir eigentlich nur noch hier anfangen aufzudrehen. Und dann sollte sich in der Konus halt entsprechend in diese Hülse reindrehen, die auseinanderpressen und das Ganze hoffentlich dann bei Zeiten festklemmen. Das wird auch schon. So. Bewegt sich noch, also geben wir ihm noch was. Ich hatte natürlich so ein bisschen die Befürchtung. Ja, klemmt immer noch. Dass ich jetzt natürlich mit sowas irgendwie den Lenker sozusagen dann auseinanderpresse. Aber ich denke mal, mit diesem Verstärkung, die er da an der Stelle hat, sollte das kein größeres Problem geben. So. Jetzt gucke ich mal. Es bewegt sich mir hier immer noch zu viel. So, und dann versuchen wir den Spiegel auch mal ein bisschen loszukriegen. Das fand ich auch das Erschreckendste dabei, dass hier das gute Stück so fest sitzt, weil ich am Anfang Angst hatte, dass ich mir das Teil abbreche, wenn ich hier anfange dran rumzudrehen. Aber so. Mal hier ein bisschen rum. Also an mir vorbeigucken kann ich jetzt auf jeden Fall super. Aber irgendwie wackelt mir das Ganze hier noch zu viel. Ich glaube, ich muss hier dann doch quasi mit beiden Hülsen ein bisschen arbeiten, dass das Ganze so einigermaßen hinhaut. Dann gucken wir mal, ob ich das Ganze noch mal rausgeholt kriege. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch mal anders dran. Also, Problem, was wir haben, ist mit dem nur dem dünnen hält es nicht richtig. Bei dem großen haben wir jetzt hier so ein bisschen das Problem. Es passt nicht weit genug rein. Das heißt, ich werde mir jetzt hier auf jeden Fall ein Stück davon abschneiden, sodass das halt bündig hier drin verschwindet. Und dann können wir das sozusagen drumherum legen. Sodele, zweiter Anlauf. Diesmal habe ich jetzt, wie gesagt, mir hier die größere Buchse nochmal ein bisschen abgesägt, dass die halt da ins Rohr reinpasst bis zum Anschlag. Wir sehen hier wieder zu, dass sich das Ganze so weit reinsteckt, dass es auf diesen zwei Nuten sitzt. Und jetzt machen wir das Ganze hier nochmal. Mal gucken, ob das jetzt da besser klappt. Dann wieder angesetzt bis. Ah.
Und guck mal da, es ist fest. Yes. Sodle. So haben wir jetzt da einen verpackt. Ja, und dasselbe mache ich jetzt dann nochmal auf der anderen Seite. Und dann können wir mal ein bisschen gucken. Sodle. Wir haben es geschafft. Beide sind dran, beide sind fest. Die Stellung von dem Spiegel konnte man jetzt dann nachträglich ja nochmal hier über die äußere Klemmung sozusagen festlegen. Das gute Stück hat auch ein entsprechendes E-Kennzeichen hier drauf. Sollte also alles im grünen Bereich sein. Im ersten Moment, muss ich gestehen, hatte ich gedacht, oh, das ist doch sehr plastik, aber letztendlich der Original ist genauso plastik. Von daher sollte das alles in Ordnung sein. Größe passt eigentlich auch, da dürfte sich auch keiner drüber beschweren. Ja, und ich werde jetzt dann halt nur noch sehen, dass ich es mir mal richtig einstelle. Und Erfahrungsbericht darüber gibt es dann mal irgendwann anders. Der Easy Shop hat mir auch noch mal Gutscheincodes sozusagen bereitgestellt. Die verlinke ich dann unten im Video. Ich glaube, gibt noch mal 10% da drauf, falls das auch jemand mal ausprobieren will. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und das war es dann auch schon gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bleibt mir wie üblich nur zu sagen, übertreibt es nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.